So, wir waren ja gestern hier stehen geblieben. Wir sind hier in diesen Niva Park oder wie das heißt, reingegangen. Und sollen uns hier treffen mit dieser Person, die uns angerufen hat. Ich habe leider den Namen jetzt vergessen. Kennen wir den Namen schon? Ich glaube, den Namen kennen wir noch gar nicht. Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal, was die uns so zu sagen hat. Hatte mal nur 30 Minuten, 40 Minuten gedauert. Thomas war das. Ja, du, die 40 Minuten bringen weiter ins Resort, haben wir geschafft. Gelang in das Hotel. Ja, das mit den 40 Minuten ist mir durchaus bewusst und mich nervt und das nimmt mir die Lust vom Streamen. Wenn es selbst jetzt mit dem neuen Notebook wieder Probleme gibt, das kotzt mich einfach nur an. Da oben ist irgendwas. Ah. I think there's a broken window up there. If only I could reach it. Okay, irgendwie da hochgehen. Jetzt schauen wir erstmal kurz an der Tür, ob da offen ist. Wahrscheinlich nicht. Shit, the handle's missing. Maybe I could replace it with something. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Huh? Oha. Hello? Anybody in there? Locked. Obviously. There's gotta be another way. Sie ist positiv, bald hast du deinen Rechner. Ja, ich hoffe es. Wenn der Prozessor rechtzeitig ankommt, dann ja. Wenn nicht, dann habe ich die Arschkarte. Dann wird es erst Ende April werden. Und das wäre Katastrophe für mich. Jetzt kommen in dem Container ist doch bestimmt irgendwas drin, was wir verwenden können, oder? Hallo. Halte Left Control, wie die Maus ist. Echt gut, da ist kein Kabel dran. I'm here. No, there's definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. I'm here. No, there's definitely something. Trust me. Yes. Okay. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Mach dir doch keinen Stress deswegen. Ja, leider mache ich das. Leider mache ich das. Weil ich halt keinen Bock mehr auf Kopfschmerzen habe, ehrlich gesagt. Und ich möchte euch ja nicht immer sowas zumuten. Und mir selber auch nicht. Ich habe langsam keinen Bock mehr auf den ganzen Käse. Hier ist ein Pfeil. Bin ich selber ziemlich erschrocken gerade. Und halt nicht in die Richtung. Der Time wird er locker geliefert, wirst du schon sehen. Ja, du kennst mein Glück. Anna, du kennst mein Glück. Ich taste jetzt nochmal für unsere. Was hier? I sense something. Naja, die Fußabdrücke halt, oder? Ja, ich teile den Glück doch. Du teilst es noch mehr, dann habt ihr gar keins mehr. Oh mein Gott. Oder wie war das gemeint?
Oder meinst du, dass du auch kein Glück hast? Ach stimmt, ja gut, mit deinen Büchern. Heute... wieso heute eigentlich die um... Da gibt es ja auch wieder Verzögerungen mit den Dingern da. Hä? Was läuft sie denn da? Achso. Nutzen. Ich brauche irgendwas, das wie ein Türgriff zu verwenden ist. Mit einem Controller lässt sich das bestimmt auch gut spielen. Das ist schon irgendwie so ein bisschen affig. Der kleine Finger muss zwei Tasten gleichzeitig bedienen. Einmal die linke Shift und die linke Control-Taste. Und irgendwie ein bisschen arg affig. Wird auch empfohlen, warum sagst du es nicht gleich? Mensch, dann hätte ich mir jetzt meinen Controller noch einrichten können. Gut, also das macht keinen Sinn hier, was ich gemacht habe hier. Also da war der Pfeil in die Richtung, aber was bringt mir das hier hinten? Bis auf die Spiele, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich weiß jetzt nicht, was mir das bringt. Also das ist natürlich, das Kinderspiel, jeder kennt es von früher. Aber was genau das jetzt zu bedeuten hat, weiß ich jetzt auch nicht. So, wir kommen wieder hoch. Und hier haben wir nichts gesehen, oder? Das sind 100 Fußschritte, wissen wir. Was ist das hier? Was ist das? Da liegt was am Boden. Vielleicht kannst du ihn hier nicht anschauen. Okay. Nee, ich komme da nicht hin. Und da hoch. Komme ich auch irgendwie nicht. Da ist natürlich ein Schmetterling wieder, der jetzt perfekt zu uns passt. Ah, da ist noch irgendwas. Well, I've already proven my prowess as a dumpster climber. Okay. Auch wieder ein Kinderfuß. Alter, ich habe ja keine Mülltonne hier, oder? Da hinten sind welche, aber da... Ich will sie ja nicht hoch irgendwie. Da muss ich mir erst eine Mülltonne herstellen. Jetzt nicht. Dreh ich einfach weiter um. Hier, da ist irgendwas, aber das hat auch nur Kinderabdruck. Nee, check ich nicht. Umgucken kann ich nicht. Vielleicht kann ich da eine Mülltonne hinrollen. Haben wir hier irgendwo eine Mülltonne? Ah, warte mal, da war ein Pfeil in die Richtung. Ach, hier ist noch was. Waren wir hier schon.
Lesen. So. Niva Resor, Einweihung Sommer 1969. Der erste Sekretär der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, Genosse Wladyslaw Gomułka, ehrte Krakau und nahm an einer offiziellen Einweihung des Niva Resor, dem neuen sozialistischen Freizeit- und Erholungszentrum, teil. Die Arbeiterklasse Kleinpolens hat endlich einen Ort, an dem sie die Zeit mit ihren Familien im Schoß der Natur verbringen kann. Das Hauptgebäude und der Unterkunftsbereich sind komfortabel und doch so einfach wie die sozialistische Idee und Philosophie. Besonderer Dank geht dem Architekten, dem zukünftigen Manager und engagierten Parteimitglied Mr. Rekovic, ohne den der Entwurf und Bau des Niva Resorts nicht denkbar wäre. Jahrestag der Gründung der Polnischen Volksrepublik, also der 25. Jahrestag. Also hier geht ein Pfeil in die Richtung. Schauen wir mal, was wir hier finden. Da ist auch wieder ein Fußabdruck, glaube ich. Ein Auto. Hey, Oldtimer. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Schau ich mir gleich an. Ich schaue es mal noch kurz weiter, ob ich noch irgendwas finde. Ah, da ist was. In der Haube oder sowas habe ich gesehen. Ein Bauteil. Doubling as a spare bedroom, apparently. Schlafzimmer, Zwecklichkeit. So. Postgarten des Hausmeisters. Ehrliche Arbeit. Lesen. Meine Liebe, der Sommer ist in vollem Gange, das Resort ist zum Bersten gefüllt und du weißt, was das bedeutet. Mehr Arbeit für meine Wenigkeit. Aber es ist gute Arbeit, ehrliche Arbeit. Mr. Rekovic sagte, er würde mich gerne behalten. Kannst du das glauben? Ich werde es nicht vermasseln. Nicht dieses Mal. Versprochen. F. F für Franz. Hat sie es einfach eingesteckt, die Karte. Hope you don't mind if I pop your trunk. Ja. Gucken wir mal hin. Not much here. Ja, den Franz hier nehmen wir mit. This could come in handy. Auf jeden Fall. Ow! Shit! What the hell? Hey. Arschloch. So, damit können wir jetzt mit Sicherheit die eine Tür aufmachen. Oder? Ich glaub schon. Das läuft. Geiler Türgriff. So began the great dumpster heist of 1999. Mülltonnenkuh? Was? Die Frage ist jetzt, warum ist denn das hier so voller Blätter? Weil die Fensterscheiben sind doch alle ganz. Das ist nicht so ganz. Seine Mülltonnen, die kann man bestimmt rausschieben. Was ich jetzt noch nicht will, ich will mich erstmal kurz hier umgucken. Oh, krieg ich einen Kaffee, das ist aber nett, danke. Nee, ist zu spät jetzt, danke. Achso, die Mülltonne wollte ich ja gerade noch mitnehmen. Schiebung. Ich weiß, wie weit. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. So. E. Ja, E.
Oh, das mit den Glasscherben. Glasscherben hier, da hab ich echt Schiss, dass sie mir blöd aufschlitzen. Oh, das schaut ja irgendwie sehr kaputt aus, alles. Sehr strange. Uiuiui, der ist aber heiß. Oh. Aber Kaffee. Der Kischi, hast du den Kaffee zurechtgestellt? Hast du ein Käffchen zurechtgestellt? In das Hotel haben wir abgeschlossen. Suche nach Thomas. Die Frage ist, was macht denn Thomas hier eigentlich? Das hat wahrscheinlich mit dem Massaker zu tun, was hier passiert ist. So it's true. The Neva Massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Yeah. Hello? Anyone? Wo bist du? Thomas? You there? Oh, jetzt wird's mir wieder kalt. Jetzt zieh ich mir meinen Pulli mal wieder an. Leute, war es bei euch heute auch so richtig schön warm? Bei uns waren es 18 Grad oder sowas. Morgen soll es ja noch wärmer werden. 21 Grad für morgen. Ach Leute, Schweiz hat mich informiert. Heute gab es in Wien oder in Wiener Nähe ein Erdbeben mit 4,2 Stärke. Wurde erst mit 4,9 und jetzt 4,2. Mal hier. Lesen. Frühling, Nachrichten. 2,5 Grad hatte die Irna sauber. So, Frühling, Nachrichten, Informationen und praktische Ratschläge für die moderne Frau. Die Quellen der Vorväter, ein literarischer Bestseller von Joanna Chmielewska. Leserfragen, Experten antworten. C. Nähtechnik für modische Röcke. Okay. Geht da was anderes? Nee, das geht das. Irrelevant. Ihr hattet 19. Na, nicht schlecht. Reisen mit Stil, Reisen mit Komfort. Okay. Das Entlein, polnische Legende, der Drache von Wawel. Warum fallen meine Zähne aus? Zurück zur Schule. Spiele im Kreuzerrätsel und noch vieles mehr. Na gut. Okay. Auch noch was. Ah, eine Karte. Hotel Niva Plan. Main Floor. Also wir sind hier unten bei 1. 2, 3, 4. 2 geht zur Lobby. 3 zur Rezeption. 4 Elevators. Pool gibt's auch. Oder gab's. Sauna und Day Room. Ab zur Rezeption. Und hier noch Strom ist eigentlich auch interessant, oder? Oder komme ich hier nicht rein? Kann man auch nicht anschauen. Was ist das? Sinners be damned.
Hotelregister. Kowalski, Brunon, Smog, Halina, Mora, Victoria und Celazo Boris. Celazo, oder wie auch immer man ausspricht. Schön mit dem Rad zur Arbeit gedüst und verhandelt hatte ich dann einen kleinen Kreislauf, weil es so extrem warm war und ich zu schnell mit dem Rad gefahren bin. Mensch, Schreib, du musst ein bisschen mehr aufpassen auf dich, mein Lieber. Where is Mike Ensling? For 10 years here? I feel so... a thief? I am cat and I'm liking my boys. Okay. Tony Hawk. Yeah, nice. Der Star des Bolshoi-Theaters, Vivienne, das Niva Volksresort. Okay. Wieso hier die Gitter? Was macht die Taschenlampe da? Hä? Okay. Hello? Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Ich hab keinen Schlüssel. Ja, ich gehe ja. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all... Something happened to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while.
been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything you can! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Mariana. Wait. I can't go that way. Somehow. Okay. So, mir ist gerade eine Sache eingefallen. Ich könnte mal kurz beim Stream das Ganze auf den Prozessor statt auf die Grafikkarte umstellen. Weil ich glaube, ja, weil die Grafikkarte maximal ausgelastet ist und die CPU mit 30% vor sich hingammelt. Bin gleich wieder da, Leute. Ich stelle das kurz um. Darlene, entweder ist das Spiel etwas zu laut oder etwas zu leise. Wie jetzt? Wie meinst du das, Darlene? Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich schieße mal kurz OBS ab, bin aber gleich wieder bei euch. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Einmal abschießen, bitte. So, probieren wir es jetzt mal so, in dem Umfang. Ich hoffe, ihr seht mich wieder. Ja, das sollte wieder passen. Entlastet zumindest die GPU ein bisschen. 25%. Ja, die CPU gammelt immer noch mit 40% umeinander, von daher vielleicht besser so. Allerdings haben wir trotzdem recht wenig Frames, von daher ist das ein bisschen strange. Nicht so ganz checke. Hier ist nicht so ganz. Ich check's nicht. Ich meine, es ist schon spielbar, aber ich meine, so geil ist es halt nicht. Was am Arsch, Sören? Ja, ich trinke meinen Kaffee, wenn es recht ist. Wir lassen es jetzt mal kurz so und dann, wenn nicht, dann switche ich halt wieder auf den anderen PC rüber. Weil ich check's nicht, warum das so ist. Einen Schluck Ingwertee. Ingwertee ist immer gut. Merk's nicht. Wir lassen es jetzt erstmal kurz so. Guck's das mal an. Hier liegt irgendwas. Ach, das haben wir schon gesehen. Also die Treppen hoch kommen wir ja nicht. Warum auch immer. Also, was heißt warum auch immer? Weil die Treppen halt defekt sind. Aber wir können ja nochmal kurz da die Treppen hochgehen. Ein bisschen Ansatz hier. Schauen, wie weit wir hier kommen. Da hinten irgendwas.
Ah, wieder eine Postkarte. Meine Liebste, ich weiß, dass ich versprochen habe, dich zu besuchen, aber rate mal, ich wurde befördert. Ja, wirklich, ich bin der neue Stabschef. Das könnte es jetzt wirklich sein, ein neuer Anfang, eine Heimat für uns, meine ich. Du, ich, die Kinder, ich weiß, es klingt verrückt. Aber denk drüber nach, in ewiger Liebe, Hans. Darf ich dir einen Tipp geben? Kannst es ja mal versuchen, Sören. Quality time by the lake. Tolle Zeit am See. Die tolle Übersetzung. Ich muss einen Fahrstuhl suchen. Ja, wenn es keine Treppe gibt, gibt es eventuell einen Fahrstuhl. Allerdings ist ja eigentlich kein Strom mehr hier. Das Ganze ist ja stillgelegt. Von daher. Hey, ein Elevator. Might as well see if it works. Da ist einer auf jeden Fall. Ich schaue mich aber trotzdem vorher nach unten. Was ist das denn? Das Niva-Restaurant, der Geschmack des Volkes. Und was haben wir hier? The Day Room. Die Tagesstätte, der sicherste Ort für die Kleinsten. Niva. Ist jetzt noch gar nicht krank. Ja, Ingwertee ist eh unglaublich gesund. Kann ich jedem empfehlen. Ja. Alles, was mit Ingwer zu tun hat. I wished I knew her real name. Den richtigen Namen von Trauer. Shit. Okay, Marianne, just take a deep breath and. Rickon halte F für ein außerkörperliches Erlebnis. Mache ich. Drücke und halte F. Ich tue es. Macht er nicht. Experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Das war jetzt hier unten. Ist es da? Um die Ecke sind Blumen oder sowas. Was ist das hier? Nichts Besonderes. Oh. Zerfallen schon. Schauen, dass wir zurückkommen. So. Die Anzeige vom Erlebnis ist, glaube ich, am A. Was auch immer das bedeutet. Da war
gab doch noch mal eine Taste oder sowas, oder? Ah, da unten ist irgendwas Helles. Zu dem müssen wir wahrscheinlich. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz zurück. Lade mich kurz auf. Und wieder zurück. Dann geht man mal runter. Geh da hinten, da wo es so weiß ist. Geh da hinten. Get your ghostly ass back and power up that elevator. Jetzt komm, beeil dich. Los, do it. Space. Geile Fähigkeit, ehrlich gesagt. Ziemlich lässig. Konzentriere dich auf die Geisterwelt. Ich habe ja noch Energie, brauche ich eigentlich jetzt nicht. So, ansehen. Wir sind da. Meeting Rooms, Exercise Rooms. Aber sie hat ja gesagt, wir sollen in den zweiten Stock. Wir sind jetzt im ersten Stock. Warum kann ich diese scheiß Tür nicht rein? Die Werke des international angesehenen Künstlers Richard Tarkowski zum ersten Mal im Niva-Ressort. Stock jetzt können. Okay. Now where did she go? Ja, gute Frage. Wir sind hier. Da gibt's noch mal Elevators. Meeting Rooms. Ich sehe schon, es wird wieder eine reinste Kunst hier. Schauen wir mal weiter. Ich sehe gleich was. Jumpscare, Leute, haltet euch fest. What is this?
Sadness? Dauer. Okay. Not getting through here. Habe nichts. Shit. I didn't even know I could do that. Okay, lol. Also mittlere Maustaste, Geisterschild beschwören. Alte Äpfel, ein außerkörperliches Erlebnis. Machen wir das. Den nehmen wir doch direkt mit. Traue im zweiten Schock, ein seltsamer Schlüssel. Wir schauen trotzdem mal noch weiter. Was hier hinten spiegelt, klärt das laut im Gegensatz zu dir. Okay, jetzt habe ich es mal ein bisschen leise gemacht. Schauen wir mal, ob das jetzt so passt. Kann ich nirgends rein. Was ist hier in der Wand? Ah, gross. It looks like flesh. Is that skin? Das fasst so aus, aber ich habe nichts zum Durchschneiden. Die kann ich ja da schlecht einsetzen. Aber es ist gar nicht so einfach, sich auf beide Welten gleichzeitig zu konzentrieren. Da waren wir ja gerade schon, okay. Schon wieder. Echt ein bisschen laut. Ein angenehmer hier drinnen. Sehe ich nichts mal, bis jetzt zumindest. Was für eine Tür, das geht auch im Gang raus, ist wahrscheinlich. Okay, ich werde da rein hier. Da ist irgendwas. Telefon. Da steht jetzt irgendwie wieder so ein Echo oder sowas. Wo ist das Echo? Ach, da. Yes. I'm working on it. Yes, I know. I just... Yes. I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh. That voice. I don't know why, but it gives me shivers. Wait, this is the Franz. Keine Ahnung. Der die Postkarten immer schreibt. Also ich meine, das könnte sein. Great. Da geht's runter, okay. Aber ich möchte erst in eine andere Richtung noch gucken. Da noch irgendwas war. Also ich finde das mit diesen zwei Welten eine richtig, richtig geile Erfindung irgendwie. Das ist was ganz Neues. Das gab es, glaube ich, noch nie, sowas. Von daher sehr, sehr geil gemacht. Hier irgendwas? Relevantes.
Na gut, dann checken wir mal rüber. Gehen wir mal bergab. Okay. So schwer sind wir doch jetzt eigentlich auch nicht. This room. It feels cold. Memories of grief. Loneliness. Sollst du was reintun? Was ist denn reintun? Oh, ganz viele Blumen. Oder was? An old prescription. Altes. I know these drugs. All too well. Name Ursula Anna Roskowski. 41, 43 Kilo. Das war 71 geschrieben und 1930 ist sie geboren, also 41, genau. Ibuprofen, Buspiron, Fallgeschichte. Bei Ursula Rotkowski wurden Depression, Hysterie, Schlaflosigkeit und Unterernährung diagnostiziert. Behandlung mit Elektroschocks. Sechsmal auf, Alter. Elektroschocks? Okay, muss das sein? Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Verwende, um den Erinnerungspunkt zu finden. Moment. Halten wir einen dorten Erinnerungspunkt. Ah, Sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Ja, vergiftete Blumen. Ja, nice, sehr cool. Ah, Sunflower, weary. Ah, ja. Oh. Hatte schon gesehen. Halt, Moment. Wir wollten da nach dem Balkon gehen. Ist da noch irgendwas? Nee. So, hier, sie kann herübergehen. Ja. Oh, God. Was ist denn das? I hate this. Ich finde das ziemlich spannend, ehrlich gesagt. Oh, was ist das? Wieder so eine Erinnerung. Mal hier. So, wie kann ich das jetzt hier das zusammen bauen? Das ist da auch wieder so eine Erinnerung. Aber jemand ein zweites Mal noch rüber. Das hier. Okay.
das? Stöpsel gezogen. Rasiermesser. Das ist Schuld, Schande, Reue. Shame. Regret. Ach, da kann ich das Ding durchschneiden. Sehr gut. Das aus kann senkrecht, wenn man nicht vorsichtig ist. Kehrt seinen Körper zurück, bevor es sein See wahrscheinlich, indem du F drückst. Okay. Ach, sind wir jetzt tot oder wie? Aber. Ach, Scheiße. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Wie, als ob mir was fehlen würde. Was soll denn fehlen? An old prescription. Das habe ich ja schon gesehen. Haben wir das da drüben? Ach, das haben wir auch noch nicht zusammengesetzt. So. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze dann machen in wir right das nochmal schnell. Vielleicht geht irgendwas. Das. Ah, Sunflower, weary of time. For my... Oh. Huh. Hat mir ja schon gesehen. Vielleicht geht's ja jetzt. Gucken wir mal. Na. Oh. Was ihm da fehlt? Ihr da fehlt. Da drüben war, glaube ich, nämlich auch eine Erinnerung. Aber ich habe es nicht geschafft, die zu extrahieren. Shit, this is falling apart. Looks like I'm in for another dive. Geht's, Leute? Ja, da drin ist nämlich auch, da drin ist auch irgendwie sowas, so eine Erinnerung. Unabhängig jetzt von dem Rasiermesser. Aber ich weiß nicht, wie ich die aktivieren kann. Dazu werden wir erstmal wieder erschreckt. Zu spät. Schade. Hätte ich droppen können. Wasser ablassen, oder Blut ablassen. Hier machen. Und mit Sicherheit irgendwie so eine Erinnerung, die er hier. Jetzt erstmal hier kurz zurück. Na, das Ding hier durch. Disturbingly satisfying. This could be useful. The light of a memory strong enough to defy this place. Jetzt würde ich hier das gerne. Kann ich das hier einsetzen? Nee, oder? Kann ich ja nichts mehr machen hier.
noch irgendwas? Nee. Ich würde es interessieren, was hier noch. Ach so, da ist noch was. Was ist das? Ah, die Erinnerung, okay. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess. Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Son? Hier was draußen noch? Belang. Da komme ich gar nicht raus. Okay. Aber die Blume steckt mir jetzt in die andere Blumenvase. Das wird dann stark genug sein, mit Sicherheit. Ah, da ist noch was. Ah. You. I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing. There have been times when I thought about ending it all. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. Okay. You. Ja, das haben wir. Oh, bist du wahr? Okay. So, und diese vertrocknete Sonnenblume stecken wir jetzt in die andere Vase und dann ist das bestimmt stark genug. Bin mir ziemlich sicher. Und soll ich die Energie wieder abzahlen? Zu viele? Einmal ist eh super, glaube ich. Wahrscheinlich reicht es einmal. Ist wahrscheinlich. Oh, was ist das denn? Trauriges Schwesterlein. Oh, mit roten Schuhen. Na, immerhin. Medium Rare und Pflicht, richtig. Medium Rare. Okay. So viel Energie haben wir jetzt aber auch wieder nicht. Warte mal, wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Da waren wir. Mal schauen, ob wir da hinten noch irgendwas machen können. Oder was? Ja. Das ist nur eine Tür, die ist verschlossen. Hier. Hier mal upstairs. Was? Okay, aber vorher schauen wir uns noch mal kurz um hier. Nehmen wir noch höher. Ach nee, das. Aha.
Hier ist abgesperrt und kannst natürlich auch nicht außenrum klettern. Auf keinen Fall, das geht nicht. Blöderweise ist die Rasierklinge natürlich nicht mehr da, oder? Da kommen wir sogar noch. Okay. Uns vorher noch aufladen irgendwo. Schauen wir mal da kurz rein. Vielleicht haben wir irgendwas zum Aufladen hier. Das bringt uns wahrscheinlich nicht weiter. Okay. Also die Tür bringt uns erstmal nichts. Sieht mir irgendwie so bekannt aus hier. Sie bekannt vor. Ist hier was? Ja eben, da waren wir doch schon. Doch, das schaut doch sehr, sehr ähnlich aus wie das, was wir gerade schon gesehen hatten. Oder? Ja. Ja, schauen wir, ob es hier noch irgendwo weitergeht. Wollen wir auf die andere Seite gehen? Ne, hier geht es nicht mehr weiter. Gut, dann gehen wir jetzt durch das Mottenlicht da durch. Lauf, Baby, lauf! Und da wird schon jetzt ein Schild. Oh, wir haben fast keine Energie mehr. Lauf! Ein bisschen Energie tanken wäre wieder gut. Es ist beinahe fertig. Das Hauptgebäude ist besser gelungen als erwartet. Jetzt geht es nur noch darum, die weniger sichtbaren Teile des Ressorts fertigzustellen. Verdammt, dieser Ort ist einfach perfekt abgelegen, friedlich, weit ab von neugierigen Augen. Vor aller Augen versteckt? Okay, warum man auch immer das machen sollte. Es hat etwas Überzeugungsarbeit benötigt, damit wir bleiben durften. Zum Glück kann ich rechtzeitig recht überzeugend sein, wenn es darauf ankommt. Oh ja, ich glaube, mir ist endlich was eingefallen. Ich werde es Niva nennen. Hm? Old invoices. Outdated documents. Wonder why someone put them out here. Das ist eine richtig gute Frage, Leute. Eine richtig gute Frage. Ich kann aber die Rechnung nicht angucken, von daher... Ah, alter Mann. Frau im zweiten Stock. Okay. Ich bräuchte irgendwo Energie. Wenn es was gibt, hast du hier Energie. Eine Rechnung, Psychoriecher. Ein Stück Geschichte.
Der Himmel steht in Flammen, Explosionen hallen in der Wildnis wieder, Funken regnen auf die Ruinen von Fort Pulaski, einer einst undurchdringlichen Festung, die während der Offensive gegen Hitlers Streitkräfte 1945 Schauplatz einiger der heftigsten Auseinandersetzungen war. Diesmal waren es jedoch nicht Bomben oder Mörserfeuer, die den Nachthimmel erhellten, sondern ein spektakuläres Feuerwerk anlässlich des großen Eröffnung des Niva-Volksresorts. An der Veranstaltung nahm auch die Leitung der Partei teil, darunter der erste Sekretär, der bei der Gala Folgendes zu sagen hatte: Möge dieser Ort des siegreichen Kampfes gegen die Mächte des Bösen zu einem Ort der Erholung für das arbeitende Volk der Republik in Zeiten des Friedens und des Wohlstands weichen. Das historische Wahrzeichen, das im Januar 1945 von der heldenhaften Roten Armee befreit wurde, wird derzeit renoviert und demnächst für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Niva-Volksresort wird Ende Juni seine ersten Gäste begrüßen. Ja, nice. Ah, falscher Knopf. Okay. So, klopf, klopf. Thomas Rekovic, Manager. Marianne! Okay. Hi, Frau. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me! Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovic. What? All right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovic? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here. Very recently. I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? Hm. Giftraum zweiten Stock erledigt. Untersuche Thomas Büro. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Da brauchen wir allerdings einen Schlüssel. Locked. Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. Figures. There's gotta be a way to power it up. Okay. What the hell happened here? Ja, der Tisch schaut gar nicht mehr so gut aus. Burn marks, broken glass and is that salt? Salz gegen Geister. Someone jotted this down recently.
Aber weiß sie, dass das erst vor kurzem geschrieben wurde, weil steht da kein Datum drauf, oder stehen nur Uhrzeiten drauf? To do! Achso. Zu erledigen. 3 Uhr aufstehen, nicht den Wecker ausschalten. Medikamente, den Waldweg überprüfen. 4 Uhr. Im Hotel die alten Zeitungen sortieren. 5 Uhr die Nachforschung fortsetzen. Fotos entwickeln, wenn Zeit ist. 7 Uhr das Büro überprüfen. Bücher. 9 Uhr nach L sehen. Wer ist L? My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. To call me. Okay. Still works. Someone's been using it. Okay. Too small to fit a door. Ja, das für die Uhr. Jetzt eine Taschenlampe, das ist ja cool. Och nö, bitte sag mir nicht, dass wir jetzt in den dunklen Raum müssen. Ist hier noch irgendetwas? Nee. Sag bitte nicht, dass wir jetzt in den dunklen Raum rein müssen. Wie kann ich denn die Taschenlampe eigentlich ausschalten? Steht hier nicht. Was steht hier? Was? Kamera und Objekt Rotationstempo an. Was? Für die Empfindlichkeit. Den Namen, den schalte ich jetzt mal aus, weil das hören wir ja, wer das Ganze spricht, oder? Passt schon. Schaut das ganze Frame-Technologie ja schon viel besser aus, Leute. Oh, nice. Brauche ich den zweiten Rechner gar nicht. So, jetzt gehen wir erstmal zu der Dingens hier, zu der Uhr. Und dann bauen wir den kleinen Schlüssel da rein. As far as it goes. There. An imprint. Is that Thomas? That's Thomas? Engel im Hintergrund, oder wenn das ein Engel sein soll. There. Looks like a passage. Hinter der Uhr ist das, oder? A spirit well. I could absorb some of that energy. Das ist alles. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. Okay. Das ist gut, da habe ich endlich meine Energie wieder aufgebaut. Und dann brauchen wir sie gar nicht mehr für irgendwas. Da ein bisschen rumgespielt, das ist eh klar. So, was ist hier oben? I'm so lost without you. I don't know if I can do this, but enough. Get it together. Get her. Okay. So, dann schauen wir mal, ob wir dieses kleine Ding jetzt hier aufladen können.
Wege. Aber wie kriegen wir das Strom hin? Mit der Taschenlampe vielleicht, oder? Ist noch irgendwas? Okay. Change this place to day room. The door is needed. Maybe glass wall, door, my office. Maybe second room. Door, water pumps. Big door. Day room by 14. Okay. Second floor. Hätte die auch so gemacht, ihr hättet mit dem Foto und mit dem Handy ein Foto davon gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. I'm so lost without you. I don't know if I can do enough. Ja, die Frage ist jetzt, wie ich jetzt da durchkomme. Komme ich durch diese Tür? Komm, wir schauen mal in den Nebenraum. Vielleicht komme ich da weiter. Hier noch irgendetwas? Was war das hier? Ach, das war die Rechnung. Gesperrt? Wir sind doch hier reingekommen, oder nicht? Okay. Ob ich hier was machen kann? Komm es. In for another dive. Oh, gotta check the wiring. My head got stuck in there. Wir da drin stecken bleiben, okay. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. Wir werden das herausfinden, bin mir ziemlich sicher. Oh, was für ein... Oh, krass. Okay, da ist das Sicherungskasten. Komm, dann hauen wir da mal ein bisschen Power drauf. Bam, Alter. Let's see if it worked. Keine Energie mehr. Her und lad nochmal auf. Einfach nur, um safe zu sein. Okay. Let's get the rest of me in there. Achso, jetzt muss ich wieder weiter hier Dingens, ihr wisst schon. Nein, auf, also weil es sich einfach so cool anhört. Jetzt drehen wir die Uhr weiter, dass die Tür offen ist. Okay, so ein Stück. Dann schauen wir uns nämlich direkt an, was er da drin gemacht hat. Oha.
Oh no. What the fuck? I'll never get used to this. Okay, dafür haben wir die Taschenlampe. Ich hate to think what kind of photos need this much secrecy. Das zum Entwickeln. Don't forget about the... So. Vergiss das Rotlicht nicht. 5 Sekunden bestrahlen, 3 Sekunden in jeder Ablage. So, Entwicklungsprozess. Entwickler. Dadurch werden die freigelegten Bereiche des Fotos schwarz. Bereiche, die weniger Licht ausgesetzt waren, färben sich grau. Bereiche, die keinem Licht ausgesetzt waren, behalten die Farbe des Papiers. Zweitens, Stoppbar. Stoppt den Entwicklungsprozess, die Effekte des Entwicklers und neutralisiert das Fotopapier. Fixiermittel. Entfernt das Silber auf dem Papier und macht das Bild beständig. Okay. Interessant. Okay. I know how this works. I need 3 liquids to develop the photo. Das Problem ist, das sind aber nur 2 Schalen, oder? Hope he's not using it as a textbook. Hammer of Witches, okay. Maleus Maleficarum oder der Hexenhammer. I could sense something stirring behind that symbol, like a gust of wind moving a curtain. Es wird stärker. Ich spüre, wie es sich befreit, in meinem Geist eindringt. Es will raus, es kann nicht raus. Ich werde es nicht zulassen, selbst wenn das bedeutet, nein, ich werde einen anderen Weg finden. Suppressing, huh? Not sure I like the sound of that. Philosophie spiritualistik. Das Übernatürliche unterdrücken. Warum sollte man das Übernatürliche unterdrücken wollen? Macht doch keinen Sinn. Was haben wir hier? Einen Beamer oder einen hier Projektor? Doesn't work. Ja, ist ja klar, weil wir keinen Saft haben. So. That's one. 2 more to go. Fehlen noch 2. So you want to be a photographer? Wollen wir 2 etwas fotografieren? Ein bisschen falsch übersetzt, wie ich finde. Da ist was. Der Fixer. Third time's the charm. Alle guten Dinge sind 3. This should come in handy. Eben, das ist das dritte Teil, das hat nämlich noch gefehlt. Ich dachte, jetzt sind nämlich nur 2 Schalen da. Slot Schweizer hat mal wieder verloren. Wie immer, so kennt man ihn. Der Arme. Okay, that's all of them. Multigrade. Our first step to photo development. Erster Schritt zur Fotoentwicklung. Oh, Leute. Mir gefällt das Spiel. Mir gefällt das Spiel. Ja, wirklich, der Arme nach der Botschaft, die ich vorhin gekriegt habe. Welche Botschaft meintest du vorhin? Welche Botschaft meintest du, Schweizer? There's a train missing. An einem Fotopapier. Was ist das hier? Achso, Fotopapier. Dann belichten. Jetzt tun wir erstmal hier die Flüssigkeiten rein, sagen wir hier. Nummer. Was ist das jetzt? Ah, Nummer 2, na toll. Oh, jetzt hier. Nummer 3 und hier 1. Sowas würde ich gerne in echt mehr machen. Ciao, WhatsApp. Ach, das meint es. Achso, warte mal. Ach du Scheiße.
Okay, verstehe. Schweizer, willst du da drüber reden, dann später? Drüber quatschen? Na super. Lass uns da später mal drüber quatschen nach dem Stream, wenn du noch wach bist und noch da bist. Sehr gerne. 2, 3, 4, 5. So. Und hier. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Ein Foto von uns? Hä? Was hat Thomas ein Foto von uns? Da ging es ja um Übernatürliche. Der weiß über uns Bescheid. Ah, er hat am Telefon schon gesagt, er kennt uns. Er weiß, wer wir sind. Wahrscheinlich auch, was wir sind. Wer ein Medium sind. What the fuck is this? Are you all right? Don't look at me! Ach Mist, falsche Richtung gerannt. Du bist in Gefahr, der Geist hat nicht zur Gänze ausgesetzt. Drücke Space, um mit Energie eine Geistwelle zu entladen. Ach, Schweizer, ach alles gut, es ist irgendwo eine Erlösung. Ja. Je nachdem, oder? So, weiter. Je nachdem, oder? Eine Erlösung. Wait, don't go. Oh God. It all ends in me. So. Hä? Ich hab noch gar nichts gedrückt gehabt. Na toll. Ich hatte ehrlich gesagt nichts gesehen, weil der Bildschirm erst umgeschaltet hat. Wait, don't go! Oh God! Don't leave me here! Alone! Alleine, nackt? Was, nackt? Fuck! Rechts! You oh God! Wieder rechts! No! Ach, wohin soll ich rennen hier? Oh no, geh, lauf. Kann auch kein Schild machen. Ich bin nie wieder allein. Was? Ohne und alles. Lauf-Simulation. Scheiße.
Ach, weil hier das Licht ist, die Energie. Not a fan of light, huh? Fucking figures. Warte, ich schau mal kurz, wie oft ich das machen kann, bevor meine Energie weg ist. Zweimal nur. Oh ja. Also das ist keine Option, da zurückzugehen. Da richtig reinballern bringt mir auch nichts. Das bringt mir nichts. Rein absolut gar nichts. Okay, krasse Sache. Das war irgendwie strange. Ich weiß nicht, was für ein Schlagwort das ist. Scheiße. Drücke C, um zu schleichen. Ah, okay. Ich dachte schon, was soll das jetzt? Wie hol ich mir neues Licht jetzt? Arschloch. Oh. Anders lang. Arsch, der ist da hinten. Wohin gehst du? Scheinbar lang. Ich warte mal. Please, let me.
lass mich dich anprobieren, was soll. Komm endlich hier raus. Lauf zu. Oh my fucking God. What the fuck was that? Zur Hölle war das. Du sagst es. Oh. Leco mio. Wir fallen gleich, ich seh's schon. Wir fallen gleich. Oh, ein paar Nützen sind das. Lauf! Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. Thank you. BTF. Du sahst, du liebst, du lebst. Neue Errungenschaft. I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Als ob. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost. I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? Fragen über Fragen. Hm. Mit wem hat sie sich da jetzt gerade unterhalten? Ach, wir sind da in echt runtergehüpft, nicht nur unser Geist. Okay. Marianne! Boah. Im Steinboden fallen ist sehr unangenehm, glaube ich. Das gibt zumindest mal einen blauen Fleck. Ach, du Scheiße. I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, sadness needed my help. Oh, mit dem Monster. Is someone there? Ja, natürlich. Mary and Happy. You're okay. Sadness? Is that you? Are you okay? What was that thing? Hello? Find! Richard! Richard? No, Sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Who's Richard? Richard steht auf der Gästebuchliste, glaube ich. Day Room. Tagesstätte. Day Room? Der ist doch hinten irgendwo. Raum 14. Bin ein Weg in die Tagesstätte. Are you trying to show me the way?
Hier, da lesen wir mal kurz. Ach nee, war nicht Richard. Okay. Nee, da hinten. Oder war auch die Tür zu? Ah, okay. Die Tagestiche, der sicherste Ort für die Kleinsten. Naja, die Frage ist jetzt, ist das wirklich Trauer? Oder ist das, also Sadness, oder ist das Monster, das uns hier in eine Falle locken will? Das ist jetzt die Frage. Zeit mit der Familie, Urlaub auf dem Land. Das ist halt jetzt die Frage. Das ist immer die Frage hier, woran es gelegen hat. So, ich sehe ihn ständig in meinen Träumen, den anderen Ort, Staub und Tod, soweit das Auge reicht, das Gefühl der Leere, das meine Seele zerreißt. Ich wache auf und bekomme keine Luft. Der Staub brennt mir in der Lunge, ich flehe, dass es aufhört. Er sagt, dass man nichts machen kann. Er sagt, dass man nichts machen kann, aber das muss er wohl sagen, nicht wahr? Gut, gehen wir halt da rein. Bleibt uns nichts anderes übrig. Ja. Alright. What now? Danke dir. First Thomas, then Richard. Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers. At least sadness was still with me, in a way. Really? Is sie wirklich bei dir? Also ich meine, wo weißt du das? Nee, da gehe ich jetzt noch nicht runter. Wir gucken uns jetzt erstmal nach oben. Würde ich vorschlagen. Was meint ihr? Lass mal nach oben gucken, oder? Okay, wir gehen direkt runter. Ach, da konnte man nicht mehr. Okay, gut, dann gehen wir direkt in ein Stockwerk tiefer. So. Die Frage ist, wer ist Sadness? Achso, das ist dieser Pool hier. Is that? Oh God, ja, it's everywhere. How many people died here? Ja, das ist ja allein der einen schon. Ich meine, das kann ja auch ein einziger gewesen sein. Da fallen wir dann nicht runter hier. What the fuck, was war das? Komme ich eigentlich auf den Turm hoch? Auf einer anderen Seite wahrscheinlich. Oh. Da runter. Da kann ich runter. Hier kann ich auch runter. Aber ich schaffe die erstmal um, bevor ich da reingehe. Da kann ich jetzt wahrscheinlich runter.
Da ist eine Leiter, da komme ich aber nicht mehr hoch. Was steht hier? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. The nurse. She did it. She killed them all. It was like something possessed her. Is that really what you want us to put on record? It's what I saw. The nurse? But how? Why? Alter, das noch mehr Blut. Also noch mehr Blut. Ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe. Was hat das bitte jetzt gebracht? Jetzt habe ich den Ausgang da versperrt, ich Idiot. Kann es aber auch nicht mehr rückgängig machen. Und hier hin? Nee, das ist mir. Ich gehe jetzt auf der anderen Seite erstmal wieder weiter. Ich schau mal, was da in dem Schwimmbecken drin ist. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas verpasse. Ich halt hier mal rein. Oh mein Gott, was für eine Bruchbude hier. Boah, ist ganz schön tief, muss man ehrlich sagen. Die Stäbe und sich anschauen konnte. Die stimmen die ganze Zeit, die machen einen auch irgendwie so ein bisschen verrückt, oder? Let me be frank. This case is problematic. My superiors want it to go away. I want it to go away. You can see how your statement complicates that? Comrade? Yes, I understand. Some things don't just go away. They stick. They echo. Sagt mir doch, dass ich das Bild wieder verschieben muss, Leute, damit ihr das richtig lesen könnt. Ihr müsst mir das sagen, ihr Lieben. Damit ich das richtig einstellen kann. So, jetzt müsste aber wieder passen, oder? Wollt ihr nicht sagen, hättest du euch sagen können. Gut. Ich sehe es nämlich gerade nicht, weil der Chat drüber ist. Das ist ja jetzt gerade also provisorisch hingetüdelt. Warum läuft denn jetzt gerade schon wieder im Stream nicht flüssig? Versteh's gerade nicht. Hat doch jetzt gerade nichts verändert, außer das Bild hier kleiner gemacht. Macht nicht so viel Sinn, oder? Macht überhaupt keinen Sinn. Es macht doch überhaupt keinen Sinn. Thank you.
Warum kann ich jetzt nicht steuern? So, jetzt müsste aber gehen, oder? Ja Gott, ja jetzt, passt. Gut. Dann gehen wir halt weiter. So läuft. Keine Ahnung. Wie gefällt dir Schlund? Wer ist Schlund? Hä? Was heißt, was meinst du mit, wie gefällt dir Schlund? Cover your nose. Try not to look at him. The sooner we're done, the sooner we can get out of this place. Ah. Definitely didn't need to feel that. Ach, Schlund heißt das nette Monster? Ach, nice. Ja, ist ein nettes Kerlchen, habe ich gehört. Man muss gut mit ihm klarkommen, ich meine. Ab und zu ist er so mal ein bisschen aufdringlich und so, aber ansonsten. Echt ein ganz nettes Kerlchen. Man, hier schönes. Eine neue Postkarte. Meine Liebste, ich wünschte, es wäre soweit. Der Moment, an dem ich meinen Mut sammle und tatsächlich etwas absende. Es erscheint so einfach, nur in den Postkasten werfen, aber warum kann ich es nicht? Eines Tages, ich verspreche es. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Franz. Finde einen Weg in die Tagesstätte, ist nach wie vor unsere Aufgabe. Wächst gerade nicht. Die Karte haben wir ja keine, gell? Schlundi, Schnauze, ich will nichts von dir hören, du bist eigentlich nicht in dieser Welt realistisch. Der gute alte Frank, ach Francis heißt der, okay, oder Frank, nicht Franz, da waren wir ja nicht so schlecht. Was soll ich nur mit dir machen, als Niva dich gemacht hat? Ja. Hast du mich angefleht, dich zu behalten? Du sagtest, du hättest etwas weit, um dich um deine Angelegenheiten zu kümmern, dass du nützlich sein könntest. Aber jetzt weiß ich, dass du mich nur als Vorwand benutzt hast. Genau wie diese verdammten Briefe, die du schreibst. Ich weiß, dass du nie auch nur einen Moment einen davon abgeschickt hast. Der Familie geht es gut, Mr. Rekovic. Ich gehe wahrscheinlich im Frühling nach Hause, spätestens im Sommer. Wem willst du was vormachen, Frank? Verdammt, solange du hier bist, kann ich dich wenigstens im Auge behalten.
Darauf schauen, dass du dich nicht besäufst und in einer Schneewehe bewusstlos wirst. Das ist wohl das Mindeste, was ich tun kann. Der gute alte Frank. Zu viel Angst, um zu leben, zu stur, um zu sterben. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich so ausnutze. Aber dann fällt mir wieder ein, dass ich jede Hilfe gebrauchen kann. Okay. Frank. Der Frank. Der gute alte Frank. Deine Tür ist anders. Locked. Hat's gedacht. Hey, Marianne. You look like shit. Geht so, oder? Aber gut, wenn man so eine Selbstwahrnehmung hat. Are those bolt cutters? Ja, natürlich, ja damit. Might be useful. If only I could reach them. Naja, das würde nicht so schwer sein, oder? Ja, ich habe nichts. Ich habe auch nichts, um da hoch. Den da. Mein Kommentar dazu. Okay, was soll das? Ja, da bin ich reingekommen. Was soll ich jetzt machen? Hallo? Ja, immer noch abgesperrt. Oh, da steht jemand. Hi. Oh. Sadness? How did you? Shit! Folge der Geisterspur. Okay, Okay. There were some kids here. Yeah. Eine Tagesschutz für Kinder. Wait up! Come on. Das habe ich dann schon gehört. Verlierst mal wieder eine Schweizer. Sag mal, warum kommt eigentlich die Textnachricht jetzt immer zweimal? Macht eigentlich auch keinen Sinn. Warum drückst du es mit doppelt rein? Ich weiß es nicht. Jede Nachricht kommt gerade irgendwie doppelt, sehe ich gerade. Hallo? Keine Ahnung. Anyone? Ready or not, here I come. Voice. Ja, das war halt der von Sadness. Come on, hurry! What? No, it's fine. I'm sure they're here somewhere. No, Bernard wouldn't do that. He's nice. Ugh, she's talking to herself again. What a freak. Hey, don't.
don't talk about her like that. Shut up, Bernard. Wir folgen der Spur. Panzer. Here she comes. Guys, come on. It's dark in here. This isn't funny. I really don't think we should. Shut the heck up, Bernard. Guys. Oh, kids can be such assholes sometimes. Einblickend, neue Errungenschaft abgeschlossen. Ich stelle jetzt mal kurz die Frames hier auf 30 um, weil der sonst euch immer die Frames rauszieht. What is it? You wanna show me something? Hä? Haben wir schon gesehen? Ach, da unten ist noch was. Snowdrop, huh? Why does that sound familiar? Also, finde Richard, finde einen Weg in die Tagesstätte, hol dir den Bolzen in Folge der Geisterspur, um verschiedene Aufgaben jetzt zu erledigen. So, I'm locked back at me. Oh. So, das haben wir noch vergessen. Rissenes Bild. Okay. Schwarze Katze, weiße Katze. Interessant. Und wo ist jetzt die Geisterspur hin? Closer to the mirror, I felt a slight tug in my pocket. I could tell there was more to that figurine than just carved wood. Hey. Nicht, dass wir uns dann in den Spiegel reinziehen. Das wäre halt natürlich ziemlich bitter. I can feel it calling out to me. Kein gutes Gefühl, Leute. Kein gutes Gefühl. Was sage ich? It was the first time that it ever happened. I touched the mirror and crossed over to the other side. What? Hinter den Spiegel. What the hell is this place? Naja, ich würde sagen, das ist die Parallelwelt oder der. Ich. Keine Ahnung. Parallele Realität oder. Naja, eigentlich kann man nicht sagen parallele Realität, weil sie hängt ja direkt mit unserem eigentlichen Leben zusammen. Alice im Wunderland. Ja, genau, passt. Wer ist der Spielemacher? Gut, dann gehen wir mal hoch.
What's happening? Ah, jetzt heißt der Schuh. No, der no, Schuhmacher. Please, Mommy! Gott. Oder, nee, der Hutmacher heißt der. Der Hutmacher. Nicht der Spiegelmacher. Er war Spiegelmacher nochmal? Hutmacher, genau, richtig. Sagst du es mal noch? Oh mein Gott. Oh, da musst du dreimal komplett mit der Maus über den ganzen Tisch, damit du das durchschneiden kannst. Okay. Oh, ein Spirit Well. I could use some of that energy. Weißt du, Quelle? Da ist jetzt ein Spiegel. That cat figurine was the key. I can't pass through without it. Nee. Wir können nicht durch ohne Katzenfigur. Das ist natürlich bitter. Das heißt, ich muss hier eine Katzenfigur finden. Hey, that's where those bolt cutters are. So close and yet so in a different reality. Ja, sauber. Da irgendwie. Und ob das schmeißen kann oder so. All these people, they weren't just killed. Their spirits were ripped apart. Broken beyond repair. Das ist böse. Da gehe ich jetzt mal nicht durch, ich schaue jetzt mal auf der anderen Seite, was auf der anderen Seite des Tunnels ist hier. Oder des Weges besser gesagt. Oh Gott. What happened to you? Wait. I know you. You were that boy. Bernard, was it? He was trapped there, just like I was. I knew his name, but somehow that wasn't enough to send him away. It was like a part of him was missing. So, wir müssen sein Gesicht vervollständigen. Bring den Geistersprung. Schicke Bernards Seele fort. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, oder? Was ist hier? Beim Joystick wäre das einfacher, sag ich euch. Get off! Shit. Gotta get rid of it. This was yours, wasn't it, Bernard? It's about time you got it back. Schicke Bernards Seele fort. Aber das einzige hier drinnen. Dann hole ich mir jetzt gleich nochmal Energie. Wer weiß, wofür sie diese brauchen können. Oh mein Gott, hier geht's echt ab. Wer auch immer dir deine Seele geklaut hat, ja, versuch's ein Teil wieder. It's time for you to find peace. Oh yeah. Bernard. Thank you. Oh. Er hat uns da für eine Katze dagelassen, ein kleines Miezekatzelein. Yeah. It kind of looks like the one I used to get through the mirror. Feels like it too. Nice. Das Problem ist nur, ich sollte eigentlich an den Bolzenschneider vorher reinkommen, oder? Ich glaube, jetzt passiert gleich irgendwie.
wieder rein. Er will doch nur spielen, ja? Arschloch. Was hat er jetzt gemacht? Nix. Was ist denn das hier für ein dunkles... Ja, aber da war ich ja schon. Hier kann ich auch nichts weitermachen. Das heißt, ich gehe jetzt zurück. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Okay. Haben nicht zufällig in der Tagesstätte, oder? Wie jetzt? RIP, würde ich mal sagen, aber sowas von. Ich weiß nicht, was ich jetzt hätte anders machen sollen. Zum Tod. Also in dem Moment denke ich gerade an alles andere als an die Synchro. Was ich da anders machen soll, Leute. Amerika meldet die Singer, als wenn dann
Ja, das mache ich ja. Da sehe ich in dich reingelaufen. Okay. Ob Rikishi da ist? Gute Frage. Vielleicht schläft der noch, der Gute. Ich habe keine Ahnung. Ja, probieren wir es halt nochmal. Alle guten Dinge sind drei, ihr wisst ja Bescheid. Was ist hier? No. No. Ja, zum Glück gar nicht auffällig. Oh, bist du hässlich? Ah, das war ein Helfer von dir, danke. Between worlds. There was no escaping it. Ja, krasse Sache. Die Scheiße ist nur, wenn der uns bis hierhin folgen kann, ist die Frage, wie können wir den überhaupt besiegen? Also ich an ihrer Stelle würde ja hier schauen, dass ich wegkomme, ganz ehrlich. Aber sowas von. Aber sowas von dermaßen wegkommen. Gotta be a way to reach them. Ich würde sowas von meinen Beinen in die Hand nehmen. Examination Room. Oha, okay. Untersuchungszimmer. Das ist auch der einzige Weg, wo wir hier reinkommen. Hier lass wieder was zum Untersuchen. Another mirror. New details have emerged. The situation may be more complicated than we expected. No time to explain. You'll get the full report once I get back. Just leave it to me, comrade. Very meticulous of you, comrade. Okay, Leute. In diesem Sinne mache ich jetzt mal kurz eine Zwischenlandung. Ich bin gleich wieder für euch da. 2 Minuten Pause. Ihr, für euch natürlich auch. Und dann geht's in 2 Minuten direkt weiter da, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Bis gleich, Leute.
Leute, 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 da bin ich wieder. Was geht? Ich sehe gerade irgendeinen weißen Fleck im Bild. Die müssen wir doch das sagen, Jungs und Mädels. Also so richtig, Dimonsche Keller. So ist besser, oder? Hier oben ist doch da irgendwie heller. Machen wir das mal so. Hoffen, dass. Achso, da ist der Tisch. Lol, das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Gucken wir mal, ob es jetzt besser ist. Ja, da passt das schon. Gut. Na, dann machen wir weiter, da wo wir aufgehört haben. Leute, ready to go? Oder wie schaut's aus? Sollt hinhauen, oder? Nice. So, also hier ist wieder ein Spiegel. Ich weiß, ob ich wieder einen Spiegel will. Ich habe ja keine Katze bei mir. Katze. Keine Katze. Geht hier? So, Examination Room war das. Naja gut, ich brauche den Bolzenschneider. Als ob das ein Problem wäre, da mit irgendwas Langem, da mit dem Kleiderständer darüber, den Bolzenschneider da einfach runterzuschmeißen. Ja, so denken halt nur wir Männer. Locked. Ja, wer hätte es gedacht? Immer dann Spiegel und gutes. Oh Gott. Holla. Ah, ich kann beliebig hin und her wechseln. Okay. Als ob. So, schlechtes Schwesterlein. Oh no, there's more of them. Noch mehr von ihnen, ja. Also. What has it done to you? Hat es mit dir angestellt? No names, no faces, no way to help them. Bernard. Just like Bernard. Yeah, just like him. So, rein. Wir sehen ja alle Opfer fort. Ja, wie soll ich das machen? Ich muss denen ja erstmal die Gesichter besorgen. Hier drin zu tun. Ach, ist hier was? Nothing here. At least not in this world. Ja, super. Komm aber nicht in die andere Welt. Mir fehlt ja der Schlüssel. Oh no. Achso, da geht's nicht weiter. Okay. Ja, fütter mal den Panda, das ist ganz gut. Schon wieder irgendein Röcheln, so ein ganz gemeines. Oh, noch eins, dunkel. Okay, schön. Sehr schönes Bild. Mit der Figur in der offenen Tür. Fällt mir sehr, sehr gut. Wie ein kleiner Picasso in dem Werk. Kleiner Pablo. What are you? Stop! Ah! Ah! Oh, das hört sich ja schlimm an. Ne? Aber bevor ich dich befreie, tut mir leid, dass ich dich jetzt kurz warten lasse. Ich möchte mich noch kurz umschauen. Aber ich glaube, ich werde eh an alles hingeführt, mit dem ich hier hin muss, weil ich habe, also bis auf die kleinen Briefe und die Zeichnungen. Patta, servus! Guck ich mal rein, wir eigentlich nur auf die Airship warten und dann kann sie so nicht schlafen. Ja, nice. Freut mich, dass du reinguckst, Park. Das freut mich sehr. Der österreichische Kollege aus Wien. This is where he died.
Okay. Maske eines Mars. Wir können ja die zumindest schon mal zurückschicken. Okay. I still need his name. Ja, ohne seinen Namen. See the other side of this place. Ohne seinen Namen kann ich ihn halt nicht zurückschicken. Oder kann ich seine Seele nicht befreien. Das ist halt das Problem. Österreich müssen zusammenhalten. Ja, so halb Österreicher zumindest bin ich ja. Ich komme ja ursprünglich aus Bayern, aber wohne halt auch 50-50 in Wien. Deswegen kann man aber das so. Das kann man so im Raum stehen lassen. Das passt sehr gut. Das reicht auch. Ja, voll. Das reicht. Oh no. Ich sehe schon wieder. Da vorne gibt es Stress. Oh! Hä? Okay, ein Spiegel? Das sah irgendwie anders aus. Oha! Okay. Na, vielleicht können wir jetzt den Namen rausfinden. Ein Versicherungskasten. Huh. Some sort of a conference room. Conference room? So. Da könnten wir uns erfahren. I gotta go. The voting's about to start. You know what they say. If you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Yeah, I'll let you know how it went. That voice. That's the guy. Ja, wer sonst? Okay, aber jetzt haben wir auch keine Namen erfahren, leider. Da drüben aus, was gibt's? Da noch irgendwas? Nix, dann schauen wir mal rüber. Der Konferenzraum. Da ist mit Sicherheit wieder abgesperrt, jawohl. Hier rein. Ist das im Boden? Ah, hier ist ein Tisch. An Attendance List. Teilnehmerliste, perfekt. I'll bet the name I'm looking for is here on this page. But which one is it? Vorsitzender Bobon Henrik, anwesend. Barika Waldemar, durchgestrichen, abwesend, anwesend. Kucharski Jan, anwesend. Lutek Anthony, erst abwesend, dann anwesend. Aber sind irgendwie alle anwesend. Ofcharek, Nikolas, Mok, Halina, Chito, Tanuta, nee, Danuta, Varga, Christina, Wiedloch, Arthur und Gelato Boris. Schon wieder Gelato? Okay. Keine Ahnung, also ich wissen wir ja, dass jetzt präzise genommen ist. Nur 7. Nicht als so ins Inventar, ja. Bringt mich so nicht weiter. Jetzt muss ich mal ganz kurz was nachgucken. Mal kurz was nachschauen, schnell. Sitz Nummer 7. Sitz Nummer 5. Sitz Nummer 5. Sitz Nummer 9. Okay. Was soll mir das jetzt aussagen? Also 5, 7, 9. Da gucken wir mal hier. Schon Becher. I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. And late, as always. Okay, gegenüber von Boris, der auch zu spät ist. Jetzt schauen wir mal kurz, an welchem Platz Boris sitzt.
Sören ist wieder mit am Start. So, Boris. Am Platz Nummer 9. Und zu spät kommt er auch wieder. Hä? Neun haben wir gegenüber von Boris. Das heißt, er hier. Sitz Nummer 4. Und 4 ist dann Nikolas Overacek. Oder wie heißt er? Ovčarek Nikolas. Also Nikolas wäre das dann in dem Fall. Ich will mir das aber nochmal anhören. Kann ich das nochmal anhören? Ich glaube ja, gell. I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. And late, as always. Ja, das ist eigentlich irrelevant, aber zu spät ist. Also ist dann Nummer 4 und Nummer 4 ist Nikolas. Das heißt, den Namen kenne ich jetzt. Gut, dass er in dem Raum noch drin ist. Da kann ich nicht rein. Schade. Okay. Ach, du warst die ganze Zeit da? Ja, nice. Das lese ich kurz im Chat. Kann nicht gemein sein, will. Schweiz ist immer gemein. Okay, jetzt irgendwann muss ja auch entspannen. Genau, Paxa. Du bist der Bessere bei mir. Ah, ich kenne den Namen erst, wenn sie nach ausspricht. Oh, okay. Aber das hat sie jetzt noch nicht gemacht. Das müsste ja Nicholas sein. I gotta go. The voting's about to start. You know what they say. If you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Yeah, yeah. I'll let you know how it went. Was eigentlich? Nochmal. I gotta go. The voting's about to start. You know what they Jetzt. Say. If you're early, you're on time. Wer zu früh kommt, ist pünktlich. Das heißt, er war pünktlich. Also und Nummer 4 war ja pünktlich. Also ich muss sie es aussprechen lassen, scheinbar. Hier. Anwesend. Ja, gut. Aber da steht nämlich hier... Ah, Leute, seht ihr das? Die haben das falsch übersetzt. Weil bei Nummer 9 steht anwesend und hier steht auf der Karte erst abwesend und dann erst anwesend. Also gegenüber von 9. Und gegenüber von 9 ist die Nummer 4. Aber sie sagt's irgendwie nicht. Guck mal die 9 an. Kann sie nicht anklicken. Boris. Ach so, jetzt er. Okay, That's danke. The guy he was talking about. Seat number 9. So, jetzt lass mich mal kurz checken. Jetzt muss ich zum Sitz Nummer 9 gehen. Und dann muss ich zum Sitz Nummer 4 gehen. Okay. Und dann wird das checken. So, this is Boris's seat. So, the one I'm looking for is... Danke dir für die Info, Panda. This is it. The man I'm looking for. This is where he died.
Jetzt kann ich gucken. Den richtigen Namen hat man, nur die Mechanik hat es halt noch nicht. That's gekommen. It. Nicholas. Okay, Nick. Let's get you out of here. Wir haben es rausbekommen, aber die Spielmechanik hat es uns nicht zugelassen. Von daher, eigentlich alles richtig gemacht. Dein Ernst. Da ist er ja wieder. Der Zipfi-Glatscher da, der Riesen-Zipfi. Leute, Zipfi-Bub, der. Achso, das haben wir jetzt schon rausgefunden, oder? Okay, Nick. Ich schätze mal, ich muss hier wieder zurückgehen. Was ich jetzt machen soll. Fabi? Wieso Fabi? Wo ist Fabi? Fabi ist doch gar nicht mit am Start. Der ist doch schon lange im Bett. Der war doch müde. Zurückgehen. Weiß es nicht. Wo waren denn die jetzt nochmal, die ich da befreien soll? Wo war denn das jetzt nochmal? Unten, oder? Ich hab einen Stockwerk tiefer. Was am Arsch, das können wir machen, Sören. Danke dir. Dankeschön. Du machst deine Lunge kaputt eben. Ja, dann viel Spaß. Boah. Aber welcher war das? Er hier? Na dann, time for you to get some rest. You've earned it, Nicholas. Thank you, madam. Okay. Echt gut. One down,
one to go. Better get to it. Ja, aber wie? Ah. There we go. Schlüssel zum Untersuchungszimmer. Examination Room. Wo war denn der? Ah, wo war denn der? Ah, okay. Okay, war jetzt nicht so abwegig. War jetzt nicht so weit weg. Den haben wir ja schon gesehen hier, gell? New details have emerged. No time. Ja. Very meticulous of you, comrade. Ist was? Mülleimer. Eine schöne Aussicht. Liebling, ich vermisse dich sehr. Ich hoffe wirklich, dass du bald bei mir bist. Du würdest es hier lieben. Das Wetter ist toll, die Sonne scheint, der See ist ganz wunderbar und die Menschen sind nett. Nett und tot. Alle von ihnen. In Liebe, Frank. Oder Franz. Je nachdem, was es lieber ist. Weiter. Der Franzi. Mensch, Franz. Was geht, Franz? Was denn? Ach, noch ein Spiegel. Ganz ehrlich, ich will mir das erstmal angucken hier. Ja, super. Okay. Hat sich erledigt. Es gibt nichts anzugucken. Gucken, wo wir rauskommen hier. Schauen wir mal. Die Schreie sind schon echt gut gemacht. Allgemein, so wie Panda schon gesagt hat, die Synchro ist schon echt sehr, sehr. Schon sehr, sehr nice. Ah, ne, eigentlich wollte ich das noch gar nicht. Wie gesagt, ich wollte mir das erst noch, aber wahrscheinlich geht's wieder nicht weiter. Dann wieder der Bolzenschneider zu sehen, vielleicht. Okay. Einmal Chaka. Einmal safen. Ich schenke dir doch keinen Mist, ne? Das dachte ich mir doch. Weg hier. Ist immer noch da. Oh, weg hier. Nicht mehr entkommen oder nicht? Nee. Was mache ich jetzt? Warte ich jetzt, bis er weg ist oder? Fettsack. Fiese Fettsack.
ich schau mal rein. Falsche Richtung. Ach, Mann. Ich weiß noch nicht, wo ich hin soll. Jetzt ist er weg, oder wie? Oh no! Ja, ja, das sagen sie immer alle. Was ist mit dir, du Arschloch? Kommt er bestimmt gleich wieder. I'm getting close. That woman was here. Ach, das war eine Frau, die da hing. Oh, Alter. Oh. She was a ballerina? This room has guy written all over it. Ziemlich schlampig. Typen. Jetzt. Du magst ihn ja voll. Ich sag mal eins dazu. Naja, also ich sag's mal so, wir werden keine besten Freunde. So, aber was soll ich jetzt hier eigentlich gucken? Okay, last one. I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Sonst, wie geht's euch? Ja, soweit ganz gut, Sir. Bisschen genervt von den technischen Problemen, die wir vorher hatten, und aber jetzt ist schon okay. Nice card. Was Vivian one of your stars? Und Eugene Denizette. Naja, man weiß es nicht, gell? Wie geht's dir sonst, Sir? Vivian? Just Vivian? No. Probably just a stage name. The artist formerly known as Vivian. There. That's her room. Someone couldn't even let her have her privacy.
Oh, da ist ein Glory Hole. Ein Guckloch, wollte ich sagen. That name, it's everywhere. But that wasn't the real you. Yeah, this wasn't her room. I'm guessing her manager's? Na, Ruhe vor der Schule hatten. Wie sagst du jetzt Ruhe vor der Schule? Ach, es sind Osterferien, oder? Was ist jetzt? Sehen Sie mal. Okay. Jetzt sind wir in Ihrem Raum. Let's find out who you really were, Vivian. Huh. A page was torn out. I can't make out the numbers. Fünf, acht, neun, sechs. Wir bräuchten einen Stift, einen Bleistift, um da drüber zu rubbeln. Partial numbers. One of these must have meant something to her. A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. Naja, das wird wahrscheinlich ein PIN-Code oder sowas sein, schätze ich mal. Während der Nacht Praktikum. Erzähl mal, Cern, wie lange hast du fern und was für ein Praktikum machst du? Ja, nicht bei Güte. 5896558659833. I guess one of these names belongs to your true self. Eddie and Tori. But which one is it? Nächste Frage. War das alles hier drin? Wir haben ja auch noch nicht ihre Maske gefunden, von daher wird das noch nicht alles gewesen sein. I still don't know her real name. Just words. Sounds without meaning. Zwei Wochen fern und praktisch im Büro. I still don't know her real name. Just words. Sounds without meaning. Hello? Oh, hey. Are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Move on. Yes. Yes, Mother, I know. I'm doing my best. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. You know I hate that. Victoria. That was her given name. But not the real one. Not to her. Mm-mm. Wie lange geht denn das Praktikum, Sören, bei dir? Ja, da muss ich mal dran gehen. Hello? Achso. Yes, this is Vivian. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... What? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you.
Well, it's a stressful job, I guess. Drei Wochen? Ach, nice. Also 5 Wochen jetzt erstmal keine Schule mehr. Cool. Oh my God, Ellie! I thought you were... No, I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? Also, I said Tori. You did? But... Eugene, that slippery son of a bitch. Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So, if you were talking to Ellie, that means... Tori. It's you. The real you. That's your name. Yes. It made sense, really. A name is more than what everyone calls you. Yeah. It's what you feel yourself to be. Absolutely. Müssig, eine wunderschöne guten Morgen. Kein Praktikumskriegst du da auch Kohle dafür? Müssen ein bisschen Trinkgeld oder so? Der Hotel ist irgendwie voll am Arsch. Mal wieder. No. Verstehst du jetzt noch nicht ganz so sein denn sonst? Bin ich nicht ready oder was? Mir fehlt halt die Maske noch, gell? Geh mal halt nochmal zurück. Geh mal da in den anderen Spiegel. Denke, nichts ist aber auch nicht wichtig. Wäre das eine Firma, in der du auch gerne arbeiten würdest dann? Später? This is where it happened. You? What are you? No! Get out! Ah! No! No, not pleasant. Not pleasant at all. Oh, wie gut das einfach grafisch umgesetzt wurde. Das ist wie, wenn man in echt in eine 3D-Maske reinguckt. Dass die so eine verschobene Optik hat. Von hinten. Krass. Morgen tut es gut, den ganzen Tag verpennen nach dem Pech von heute Morgen. Ja, darum sage ich ja guten Morgen. Wenn sie nicht sagen, ist es nur von der Freund meiner Mutter. Okay. Ich verstehe. Weil, wo ich jetzt wieder zurückgehen soll, das habe ich jetzt irgendwie nicht mehr umrissen. Eigentlich doch dann da hinten wieder, oder? Jetzt, wo wir nämlich die Maske haben, macht das ja durchaus Sinn. Weil vorher hätten wir, also ich fand es nicht gut. I'm not gonna lie, it felt good, putting that curse of mine to good use. Moments like that used to keep me going. Now, I'm not sure anymore. Finde ich ja gut, dass sie uns haben einfach so zurückrennen lassen, ohne dass es jetzt Sinn gemacht hätte. Jetzt muss ich wieder rüber, glaube ich, oder? Na, no, da war er wieder zu. Kommt bestimmt gleich der Zipfi wieder. Gestiefelte Zipfi.
Eine komische Hackenbeine. Mit den Ziegenbeinen. Ne, warte mal, was für ein Viech hat solche Beine? Ja, Alienbeine halt. Irgendwann ein Zipfiglatscher. Der Typ. Weiß ich nicht mehr, war das hier? Ich glaube, hier war das, oder? Ja, da ist sie. It's okay. You can be free now, Tori. Thank you. Thank you. You did it, Marianne. Sent them away. To a better place, I hope. Hell, anywhere is better than here. Das ist wohl wahr. Vicky, die Sehne an der anderen Opferfort haben wir erledigt. Da komme ich jetzt dann wahrscheinlich runter oder so. Dass wir dann später mal rein können. Dann schauen wir uns das mal an. Dein Geschirrspüler, man kommt mal an die Pumpe. Das ist schön zu hören. Ich habe heute unseren Geschirrspüler auch ausgebaut. Leider habe ich keine Rohrpumpe, keine Rohrzange, damit ich den Anschluss aufkriege. Wenn ich dich also mitnehme, dann mach das. Do it. Warum? Achso. Ich muss jetzt in den Spiegel. Ein Bolzen. Time to get back to the day room. Boah, wie komme ich denn zu diesem Day Room jetzt wieder zurück? Nur den Bolzschneider habe ich geschafft. Die Tagesstätte, ja super. Wie komme ich denn da jetzt wieder zurück? So, erstmal gibt es wieder was zu lesen. Mr. Rekovic ist unvernünftig, um es mir dir auszudrücken. Ich bin Krankenschwester, kein Kindermädchen. Ich verstehe, dass er jemanden braucht, der auf sie aufpasst, aber ich habe so schon alle Hände voll zu tun. Selbst wenn ich all meine anderen Pflichten vernachlässige, ist da immer noch der arme Mr. Tarkovsky, um den ich mich kümmern muss. Ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben. Zumindest ist das Mädchen ruhig und zieht sich zurück. Sie redet gerne mit ihren imaginären Freunden, aber das ist für jemanden in ihrem Alter wohl ganz normal. Manchmal höre ich, wie sie ganze Gespräche führt, und ich könnte schwören, dass es sich anhört, als würden sich zwei Menschen unterhalten. Sie ist wirklich begabt. Ich schätze, das liegt in der Familie. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich keine Rohrzange und jetzt kriege ich den Anschluss nicht auf. Ein bisschen. Und das heißt für mich, morgen eine Rohrzange zu besorgen. Ist das komisch? This place. This is where it started. Hier. Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even a speck of you left. I hope so. 'Cause I want you to feel everything. The nurse. It got to her first. But why? Wir waren zuerst bei ihr. Verstehe ich jetzt nicht ganz. I'd never felt darkness like that before. That thing had been there. Ja, es gab it her. Was where it made its first kill. Where it tasted death. And liked it. Können wir das mitnehmen? Nee. Frag mich, warum das hier nicht gereinigt wurde, oder zumindest, dass das hier irgendwie...
wie soll man sagen, bearbeitet wurde hier nicht einfach das her. Warum das hier alles einfach weiterhin so herumvegetiert und existiert? Warum wird das nicht eingerissen, schrägstrich, platt gemacht? Sehr strange alles. Bolzenschneider. So worth it. I love you, bolt cutters. Nachti, Sven, schlaf gut, mein Lieber. Ruh dich gut aus und erhol dich gut. So, Phantom freigeschaltet. Als Errungenschaft. Kann ich jetzt irgendwie passend. Sorry. Was hat mich diese zwei weitergebracht? Irgendwie. Achso, hier geht's runter. Okay. Okay. Jawohl, ja. Weiter runter, oder? Bäm, Alter, mach mal hier zusammen hier. Zack und weg und knack und putz ist es. Kinda sounds like a spy name. Cutters. Bolt cutters. Bolt cutters. Cutters. Bolt cutters. Or a movie star. Like in a movie you don't use your real name for. Yeah. Ist lustig. By name it is. Doch, lieber Spion, ja, finde ich auch. What is this? Versperrt. Na klar, da stehen wieder irgendwelche Kisten. Also hier hinten haben wir auf jeden Fall einen versperrten Raum. Denkt dran, Leute. Denkt dran, damit wir hier später nochmal vorbeikommen. Da haben wir einen Spiegel, da kommen wir rüber in die andere Welt. Und wahrscheinlich müssen wir das auch. Und weg damit. Dayroom, das schaut doch gut aus. Vorher gucke ich mal, ob wir hier. Nee. Wir machen jetzt erstmal Spiegelei-Nussbrötchen. Ja, zum Frühstück passt perfekt. Am besten Tag morgen. Heute meinst du, Sven? Okay, Marianne. Let's see what Sadness wanted me to see. I hope she's alright. Die Frage ist, ob Daylight, nicht Daylight, sondern Sadness, ob sie auf unserer Seite, ob sie tatsächlich auf unserer Seite ist. Lassen wir uns mal drauf ein. Oh oh. Haben wir schon gesehen. Hab irgendwie ein schlechtes Gefühl. Komm, ich speichert da vorher. Okay, das klang irgendwie strange. Oh no. Almost got me. What the hell is it? It came from shame. Shame. From helplessness. From rage. Rage. It
It's like anger, but more. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Your friends? I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No, no. It'll eat you too. Just like the others. Shh, I won't let it hurt you. I promise. Why don't you tell me something about this place? It's the day room. You used to play here. With Richard? Is he one of your friends? No. But he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he... A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. I remember. Marianne, I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No, don't tell them. Tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No! No, Marianne! The sadness! No, never again! Why did you bring me here? It was then I realized there was something she wanted me to see with my own eyes. Ja, warum wohl sollten wir sonst hierher kommen? Untersuche die Tagesstätte. Und dann schneiden wir es mal wieder ordentlich durch hier. Ratsch und weg damit. Na gut. Energie haben Richard? Wir keine. Are you there? Gather round, children. I want you to meet Liliane. She's going to be joining our painting class. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? Oh, Liliane. Your friends? Oh, Liliane, I promised your father you... Friends, huh? Ist ja nur Arsch. Echt. Mann, Digga. Danke dir für 300 Bidis, mein Lieber. Oh, hab ich aber gerissen. Junge. So, gibt mal wieder was zum Lesen. Ich habe ein paar Jahre damit verbracht, ihn in die richtige Richtung zu lenken. Versucht, ihn dazu zu bringen, sein Potenzial zu erkennen. Er weigerte sich immer wieder und behauptete, dass er kein Maler sei und dass er unsere kleinen Treffen eher als Therapie, als künstlerischen Ausdruck betrachtete. Irgendwann hatte ich ihn dann soweit. Er willigte ein, sich bei der Universität einzuschreiben, aber nur unter der Bedingung, das Fach selbst aussuchen zu können. So begann sein Werdegang als Architekt. Zuerst war ich eher skeptisch, weil ich dachte, dass er wahre Größe zugunsten bloßer Kompetenz aufgibt. Aber tief in meinem Innern war ich wohl froh, dass die Person gewesen zu sein, die seine Vision zum Leben erweckt hat, und dann hat er sie getroffen. Unsere Malsitzungen wurden immer seltener, er brauchte meine Hilfe im Umgang mit seinem inneren Dämonen nicht mehr.
Eieieiei, toller Zeitpunkt, Schweizer, ja, schade. Das sind die Lautsprecher. Nee, zum Glück nicht mehr. Also ihr wisst, dass die Bullen vor der Tür stehen. Nein, so sind unsere Nachbarn nicht. Zumindest die Nachbarin, mit der ich mich sehr gut verstehe. Oder wir uns, besser gesagt. Die sind wirklich ganz, ganz lieb. Ganz im Gegenteil, da war das sehr peinlich. Uns das zu sagen. So, ein ganz besonderer Junge. Ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, ein einfacher Fabrikarbeiter, noch mehr Junge als Mann. Mit deinen großen Augen hat er ständig über die Schulter geblickt, wie ein verängstigtes Tier. Deine Eltern sind im Warschauer Aufstand ums Leben gekommen. Von dem, was er in den folgenden Jahren durchgemacht hatte, wollte er nicht sprechen. Mich habe ihn auch nie gedrängt, aber bald war klar, dass er sonst niemanden auf der Welt hatte. War sofort eindeutig, dass er trotz seiner jungen Jahre Dinge gesehen hatte, die niemand in seinem Alter sehen sollte. Ich wusste sofort, dass er etwas Besonderes war. Reden wir da von einem Monster? Oder reden wir da von Richard? Oder ist Richard sogar das Monster? Fragen über Fragen. Noch ein Stuhl ist noch was. Noch mehr zum Lesen. Thomas, ich war immer erstaunt über die Komplexität seiner Vorstellungskraft, fasziniert von den surrealen Traumlandschaften, die sein Geist webt. Die Art, wie er sie beschrieben hat, in den kleinsten Details. Es war, als hätte er tatsächlich alles miterlebt, als ob etwas oder jemand seinen Schleier beiseite zog und ihm einen Blick über den Rand unserer Realität hinaus erlaubte. Ein Engel, ein Dämon? Gibt es da wirklich einen Unterschied? Für mich spielte das keine Rolle. Seine Visionen wurden auf meiner Leinwand lebendig. Manche würden sagen, ich habe den Jungen benutzt, um meine schwindelnde Kreativität anzuregen. Aber wie hätte ich das nicht können? Diese einzigartige Perspektive, diesen unendlichen Quell der Inspiration ungenutzt lassen. Das wäre eine unverzeihliche Sünde. Okay. Quell der Inspiration. Sheet of music. Well, at least part of it. Der Vogel hat sein Herz bei uns beschwört. Ein halber Tag der Schaufelker hat mal geschaut, seine zwischen 15 für erlaubt. Ich verstehe das. Er muss nun stehen, wenn das sein würde, sei es so sein Depp. Raven, das ist ja mal, Mystic, das ist ja mal, also das ist ja der größte Bullshit, den ich bis jetzt gehört habe. Ganz ehrlich. Kannst saugen, wann du willst, außer in der Mittagszeit und in der Ruhezeit. Also in der Mittagszeit und dann ab 22 Uhr kannst du saugen, wann und wie du willst. Oha. Was ist hier denn? Bonanza 4-4 Alpha, runway 4 right, clear, touch and go. Runway 4, clear for touch and go, Bonanza 4-4 Alpha. Rossi, vielen Dank für dein Raid Host. Dankeschön und ein herzliches Willkommen an deine Zuschauer. Wie geht's euch, Leute? Alles gut bei euch? Was habt ihr Schönes gezockt? Jetzt wurde auch The Medium, ihr habt auch The Medium gezockt. Ah, nice. Wie weit seid ihr? Was habt ihr schon alles erleben können? Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but... All right.
I'll take care of him. Hollow like a puppet. Isn't that what sadness said? Rossi, vielen lieben Dank für dein Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Schön, dass du da bist. Nach dem Stuhl und genieß die Vorstellung. Ja, genau, habe auch mit ihm gezockt und deshalb einen Raid gesucht, der das gleiche tut. Sehr, sehr nice. Vielen lieben Dank für deinen Support. Weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön. Und wie weit seid ihr? Ich sehe, ich bin noch hinterher. Ich, keine Ahnung. Also, wie lange spielen wir denn jetzt eigentlich? Irgendwas so um die 4 Stunden. Ja, okay, 3,5 Stunden ungefähr, so Pi mal Daumen. Plus 1 Stunde näher, dann dürfen es 4,5 Stunden ungefähr sein. 1 Stunde, die wir gestern gespielt haben schon. Es ist auf jeden Fall mega, mega nice. Ein geiles Spiel. Die Story ist echt mega gut gemacht und die Synchro ist sehr, sehr geil gemacht. Hier hinten komme ich nicht durch, oder? Wie ist das? Ne, da komme ich nicht durch. Da hinten war aber noch eine Tour, wo ich glaube ich durchkomme, oder? Da komme ich durch. Oh, this place is packed with memories. Bad ones. Guilt. Humiliation. Rage. Eigentlich genau das, was die Kleine gerade erzählt hatte. Also die Szene kenne ich noch nicht, scheint aber ungefähr kurz hinter dir zu sein. Ich habe gerade noch Ellie und Tori Maske verpasst. Ja genau, dann bist du ziemlich genau da, wo wir auch sind. Wir sind jetzt im Prinzip nur den Gang runtergelaufen und haben uns mit der Traurigkeit, mit Sadness getroffen und die hat uns jetzt hier in den Dayroom geschickt. Es ist auf jeden Fall mega nice. Was zockst du sonst für Spiele? Rossi, was zockst du sonst für Spiele? Und wieder was zum Lesen, Leute. Es wurde zu einer Gewohnheit von uns. Wir setzten uns mit dem Skizzenbuch hin und dann schloss er die Augen und begann zu reden. Er beschrieb all die Dinge, die er von seinem geistigen Auge sah. Vom Grauen und der Schönheit der Welten seitens unserer eigenen. Was als unschuldige Fantasieübung begann, wurde zu einer bodenlosen Quelle der Inspiration. Meine Hand konnte nicht ruhen und ich zeichnete wie besessen, während er das Unbeschreibliche beschrieb. Eine Zeit lang fragte ich mich, warum er so darauf versessen war, seine Vision mit mir zu teilen. Sie schien ihn zu belasten, eine Quelle starken Schmerzes und großer Verzweiflung zu sein. Aber schließlich verstand ich es. Er wollte sie mit jemandem teilen, der sie als eine Quelle der Schönheit verstand. Und nicht als Wahnsinn. Uiuiuiuiui. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Globus, okay. That globe. There's a sense of loneliness coming from it. It feels incomplete. Ah, wir müssen den Globus komplettieren. Okay. Ein einsamer Globus. Oh, der Arme. Ja, genau, nachdem du ein Beispiel, das habe ich ausgemacht. Ah, okay, ja, dann sind wir ziemlich. Das ist ja witzig. Wir können deine Zuschauer jetzt ganz genau da weitermachen, wo ihr gerade aufgehört habt. Das ist ja witzig. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen an alle neu dazugestiegenen. Was haben wir da? Was haben wir. Noch ein Rumpenstück. Sehr schön. Das können wir doch bestimmt kombinieren mit dem hier. Wir jetzt auch ein Stück jetzt. Mal gucken, ob wir das hier noch in dem Raum finden. Das wäre ja nice. Dann hätten wir das nämlich auch schon wieder komplett. Was ist hier? Locked. Abgesperrt, wer hätte es gedacht? Das ist der Dayroom, der ist echt größer als man denkt.
gleich mögliche Fortnite, COD, Rocket League auf PS4 und ansonsten der Battle, Phasmo, Devil, Hearthstone, Fall Guys seit gestern und aktuell noch mit meiner Freundin It Takes Two. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Klingt interessant, klingt interessant. Das klingt sehr interessant. Das ist ähnlich dem, dem Repertoire, was wir auch machen. Das ist ähnlich, wie wir es auch machen. Da war das Pferd. Das ist Mist. Jetzt fehlt mir genau eine Musiknote. Ärgerlich. Eine einzige. Schau mal in der Mitte, ob ich da noch was finde. Aber die finden wir jetzt hier nicht. Dann gehen wir mal durch den Schwamm da durch. Scheiße, wir haben keine Energie. Macht natürlich keinen Sinn. Mist. Mal raus, wir nicht gespoilt werden, werden wir bestimmt wieder reinschauen. Das freut mich sehr und vielen lieben Dank für deinen Support nochmal. Ich wünsche eine gute Nacht, schlaf gut und das ist der Globus Park, sehr schön. Schlaf gut, erhol dich schön und bis zum nächsten Mal. Danke nochmal für deinen Support. Gerne, viel Spaß noch. Dankeschön. Dankeschön. Dann werden wir mit Sicherheit haben. Oh, was haben wir denn da? Was ist das? Ach, da müssen wir mit ihr rein. Das hat zu, das hat gut. Kann auch irgendwas drin, was sie hier. Wie versifft das alles ist. Ich meine hier. Ah, da ist irgendwas. Einen Schalter. Naja, ich würde sagen, wir bringen jetzt mal den Globus zurück. Beziehungsweise komplettieren den Globus. Wo war denn der jetzt nochmal? Der war hier drüben irgendwo, oder? Im Raum. Ne, da komme ich ja nicht rein. Ich möchte hier irgendwann vorbeischauen. Ah, den Globus, da müssen wir noch was dran rumbasteln. Den Äquat, oder? Nein, verdammte Axt. So. Nein. Nein. Verdammt. Das war nix. Jetzt auch. Boah. Okay. Wirklich? Another junction. Maybe it can show me a way out of here. Gut, hier haben wir den Globus. Ah. Okay. Wir wollen mal.
hier drin haben wir alles schon abgesucht, gell? Ein Notenblatt oder sowas finden wir nicht zufällig. Rennt mich irgendwie an Silvio das Notenblatt. Da wäre ein Baum, mit dem Baum könntest du ganz einfach in den Garten zurückrennen und raus hier. Aber das hat dir noch niemand gesagt, ne? Da kann ich da nicht hintergehen. Lass mal schön aufladen hier. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Ja, mir fehlt das dritte Notenblatt. Shit. Ach, vielleicht finden wir das hier. Ach, da ist es, glaube ich. Nee, doch nicht. Was ist das? Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe. I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts of it. But the bad parts, they're always there, aren't they? You're a very smart girl, Lily. You know that, don't you? You're special. Oder das Spezial. Is that sadness? Speziell. Ja, das ist Sadness. Lily ist Sadness. Und mir fehlt jetzt noch eine Note, ein Notenblatt. Ein Schlüssel? Aha. Sehr gut. Das ist sehr gut. Mit dem einen abgeschlossenen Raum. Und mal wieder alles durchschneiden. Das ist sicher nicht der Grund. Natürlich nicht. So, sehr schön. Aber mir fehlt noch ein Notenblatt, Leute. Brauche ich dringend ein Notenblatt. Und warum komme ich da hinten nicht hin? Ach so, wegen dem Globus jetzt. Ach, das Notenblatt finden wir bestimmt jetzt in diesem abgeschlossenen Raum. Hallo. Einen wunderschönen guten. Was haben wir hier? Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Wonder who he meant by them. Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So... He brought him here. Wonder who he meant by them. Ich wollte, hab's nochmal angehört, weil ich nicht genau wusste. Also Thomas hat Richard hierher gebracht. Okay. Brille. So, that's how you found? Yes. He was just lying there. Mr. Eckley? I'm sorry. He was a friend. I just... need a moment.
That's not true, Thomas. You thought he deserved it. Strange. That should be all the pieces of the score now. Inventar. Kombinieren. Und wieder was zum Lesen. Aufgepasst, Leute. Als er sich verlobt hatte, hatten wir uns eine Zeit lang auseinandergelebt. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich wohl eifersüchtig. Ich hatte ihn nicht mehr ganz für mich allein. Mit der Zeit gewöhnte ich mich aber an sie. Sie fiel mit ihrer Schönheit und mit ihrem Intellekt auf. Irgendwann akzeptierte ich, dass er wahre Gefühle gefunden hatte. Die wahre Liebe, stark und rein. So rein, wie sie nur sein kann, denke ich. Ich wurde jedenfalls nicht länger gebraucht. Als das Projekt begann, das letztendlich unter dem Namen Niva bekannt werden sollte, zog ich alle Fäden, um ihm das zu geben, was er wollte. Obwohl ich wusste, dass es einen noch größeren Keil zwischen uns treiben würde, wollte ich das Beste für ihn. Er war so etwas wie der Sohn, den ich nie hatte. Hä? Auseinandergelebt? Ach ja. Wie so oft. Ist das, was war das, Ding hier? Sehr schön. So, dann gehen wir jetzt mal durch das Fliegennest da hinten durch. Ups. Wo ist es denn? Hier ist es. Leute, was ist da im Garten? Genau wie der Sohn, den ich nie hatte. Der Sören, den du nie hattest. Alter. Ich bin ja wohl nicht mehr genug Schweizer, ich dachte mir schon. Lass mich gar nicht mehr lieben. Was ist eklig? Was ist denn das hier alles für ein ekelhaftes Zeug? Okay. Uncle Richard, my arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done. You know, Lily, you remind me of someone. A girl I knew when I was very young. Did you love her? Yes. With a young, innocent love, free of the ferocity of adult lives. Richard. I'm getting a weird vibe from him. There's grief, sorrow, and something else. Zorn? Komisch. Wir haben uns auseinandergelebt. Ich wurde ersetzt durch etwas Jüngeres. Schweizer müsste jetzt sagen, ich kann nichts ersetzen. Dann wäre mein Herz nicht so tief gebrochen, wie es momentan ist. Jetzt finden wir aber ganz schön viele Hinweise, ehrlich gesagt.
Aren't you a bit old to be playing with dolls? Here, I bought it especially for you. Oh, a ribbon? It's beautiful. Thank you, Uncle Richard. Here, let me... on the other hand, why don't you do it yourself? What was that? Oh. It's like something stuck inside it. Der will die Kleine verführen. Da hörst du ja Schlund. Ich geb dir gleich Schlund. Ich kann halt jetzt nicht raus, gell? Wenn ich so, als würde ich da raus wollen, wegen diesem hässlichen Gesichtskrapfen da draußen. Aber... Oh, schon wieder was zum Lesen? Okay. Ich war am Ende. Du musst mich gehen lassen. Mich, Richard Tarkovsky. Meine Arbeit war auf dem ganzen Kontinent angesehen. Sie sagten, meine Vorstellungskraft kenne keine Grenzen. Mein Name alleine steht für die schönen Künste. All das bedeutete diesen seelenlosen Bürokraten nichts. Für sie war ich nur eine Belastung, ein Quell gefährlicher liberaler Ideen. Ich fühlte mich so betrogen, ausgelaugt. Ich musste raus, fort von den leeren Abartigkeiten der Stadt. Aber das Wichtigste, ich brauchte einen Freund. Und so machte ich mich auf die Suche nach ihm. Ich wusste, dass seine Frau vor ein paar Monaten verstorben war. Damals hielt ich es für das Beste, mich nicht in seine Trauer einzumischen. Jetzt hatte ich Angst, dass er es mir übernehmen würde, dass ich nicht da gewesen bin, als er mich am dringendsten gebraucht hat. Stattdessen bot er mir ein Zuhause. Okay. Was ist das Zuhause hier, oder? Oder wie? Die Frage ist, was ich jetzt machen soll. Ich komme hier nicht raus. Ich kann hier irgendwie nichts machen. Wie das was, wenn ich die hier alleine laufen lasse? Wenn ich nicht gern. Hier gibt es nichts, wo ich mit ihr hin kann. Uncle Richard, ja, auch nichts. Auch nicht. Und auf einmal der Kopf reingelaufen. Herrgott. Da hinten ist noch ein. Okay. Hinten gibt es noch einen Hinweis. Ach, die rote Schleife, dein Ernst. No! I didn't mean to. Oh God! What have I done? It feels cold. What have you done? Hat sich an der Kleinen vergriffen? Was geht ab? Mit dir, du Rollstuhl, wieso bist du gerade gefahren? Oh, I had never felt anything so desperate. Nein. It was calling out to me. It wanted to show me something. Kinderfresser, Errungenschaft freigeschaltet. Oh my God. Wer ist das? Where is it? God fucking damn it! Oh.
thought I could protect her. Idiot! What would you think of me? I failed you. I failed us. It's all falling apart. What? Yes, I know. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. Wait. You want what? Fuck! Finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise. Okay, you know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. You know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! Das klingt unglaublich gut. There's gut nothing gemacht. Here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. There. Where? What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? He's obsessed. What is he? What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. He was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard! How could he? This is Thomas. Der redet über Richard. We couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back, I'll just. Whoa! Easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't,
kill him. Wow, wie gut gemacht einfach nur. Rikishi, endlich bist du mit am Start. Wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut? Ah, dir geht's super, das freut mich. Freut mich sehr zu hören. Thomas. I wasn't expecting you. Is everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? I don't. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Tell me you didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's a sting inside of me. Shut up. Ah! You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. Knowing what she means to me. Thomas, I swear, I'll go away. You'll never... Wait, but you... No, let me out. Let me out. Let me in. Okay. Thomas jetzt dieses Monster, dieser Schlund oder diese Schande und Shame. Oder wie, das ist Richard? Wird die heute wieder besser? Ja, auf jeden Fall. Ach, das ist Thomas. This cancer spread far enough. Time to cut it out. Oh, okay. Jetzt spielen wir Thomas. Befreie Richard von seinen Dämonen. Wollen wir das überhaupt? All right, Richard. This is your world. Show me what you're hiding. Gut, Leute, bevor wir weitermachen, machen wir jetzt eine kurze Zwischenlandung.